Was wurde eigentlich aus José Ernesto Sosa? 2007 schlug der FC Bayern im Transfersommer so richtig zu. Franck Ribéry, Luca Toni, Namen, die zu Legenden wurden. Dazu holte der deutsche Rekordmeister für 9 Millionen auch noch José Ernesto Sosa, ein 22-jähriges Talent aus Argentinien. Doch anstatt einen ähnlichen Weg wie Ribéry und Toni zu nehmen, wird Sosa in München nie glücklich. Nach einer Leihe in die Heimat wechselt er 2010 endgültig für 3 Millionen nach Neapel. Es ist der Beginn einer Europareise. Metalist Kharkiv in der Ukraine, Atletico Madrid und Beşiktaş Istanbul lauten die nächsten Stationen. Aufgrund guter Leistungen in der Türkei holt ihn 2016 Milan für 7,5 Millionen. Nur ein Jahr später geht es zurück in die Türkei. Auch heute ist der mittlerweile 38-Jährige noch aktiv. Er kehrte 2022 zu seinem Jugendclub Estudiantes LP in Argentinien zurück.